Mein Name ist Patrick Kramer und ich bin der neue Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Ich glaube an wissenschaftliche Exzellenz, ich glaube aber auch daran, dass wir die Menschen immer im Blick haben müssen. Es geht ja darum, die Leute zu motivieren. Wir brauchen engagierte Mitarbeitende. Eine große Herausforderung für die weltweite Wissenschaftsgemeinde ist natürlich, dass vielerorts die Wissenschaftsfreiheit zunehmend eingeschränkt wird. Zum anderen stehen wir alle vor dem Problem, dass wir die besten Talente für uns gewinnen müssen. Das wird zunehmend schwieriger. Wir müssen also attraktiv bleiben. Und schließlich sehe ich auch ethische Herausforderungen. Also denken wir nur an die künstliche Intelligenz, die ja alle Bereiche des Lebens mehr oder weniger durchdringen wird. Wir wollen als Max-Planck-Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen bei solch gesellschaftlich relevanten Themen wie etwa dem Klimaschutz. An unseren Instituten entstehen ja bahnbrechende, transformative Forschungsergebnisse und oft können wir so unerwartete Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit bieten. Exzellenz braucht Vielfalt. Wir heißen Menschen aus der ganzen Welt willkommen. Alle Geschlechter sind willkommen. Alle Menschen, die unsere Werte teilen und die zu unseren Zielen beitragen wollen. Und ich werde als Präsident besonders auf die Chancengleichheit achten, und zwar auf allen Ebenen. Auf meiner Tour durch die Institute habe ich ja jetzt die Max-Planck-Gesellschaft von Ihnen kennengelernt, aber hauptsächlich die wissenschaftliche Seite. Und jetzt im Sommer und Herbst geht es mir darum, auch die Generalverwaltung in München besser kennenzulernen und dann in einem weiteren Schritt natürlich auch die Politik in der Hauptstadt in Berlin, aber auch in den Bundesländern. In den ersten 100 Tagen meiner Amtszeit geht es natürlich darum, die dringenden und wichtigen Dinge auf den Weg zu bringen. Erstens die Karriereentwicklung. Denken Sie allein an die Postdocs. Zum Zweiten möchte ich eine internationale Strategie entwickeln, mit der wir Partnern auf der Welt auf Augenhöhe begegnen. Und zum Dritten möchte ich ein Konzept erarbeiten, mit dem wir bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden und Spitzenforschung bewahren.